Pfingsten wollen wir feiern übermorgen. Das Fest des Heiligen Geistes. Geburt der christlichen Kirche. Das Fest mit dem brausenden Heiligen Geist. Dem Feuer, das die Leute entflammt. Ein wichtiges, großartiges Fest. Und ich denke, das müssen wir auch entsprechend einleiten. Und ich denke, Rudi, es wäre doch schön, wenn du jetzt an dieser Orgel hier spielen würdest, von diesem schönen Choral, der ja dann am Schluss der Kantate noch erklingen wird. Komm, Heiliger Geist, Herre Gott. Da gibt es doch diese spezielle Fuge mit dem Cantus Firmus im Bass, der da so richtig durchklingt. Bitte begib dich an diese Orgel. In Leipzig zur Bachzeit wurde Pfingsten an drei verschiedenen Tagen gefeiert, also drei Feiertage. Da hatten die Pfarrer schön Arbeit, mussten also drei verschiedene Predigten vorbereiten und der Kirchenmusiker ebenfalls für drei verschiedene Gottesdienste. Man kann dann sehr schön zeigen, welche verschiedenen Aspekte eigentlich in diesem Fest enthalten sind. Was bedeutet es? Was für Wirkungen hat der Heilige Geist? Die Episteln sind alle der Apostelgeschichte entnommen und die Evangelientexte dem Johannesevangelium. Am ersten Pfingstfeiertag selbstverständlich der Bericht vom Pfingsten in Jerusalem, wie der Heilige Geist über die Gemeinde kommt, wie sie in anderen Zungen reden. Dieses Zungenreden, das von den einen Gläubigen verstanden wird und von den Außenstehenden eben nicht. Die meinen, die sind ja betrunken, was sie da lallen. Und dazu Evangelium, was Jesus versprochen hat: Wenn ich nicht mehr da bin, wird Gott euch einen anderen Fürsprecher senden, den Heiligen Geist. Am zweiten Weihnachtstag liest man aus der Apostelgeschichte, dass auch Heiden zum christlichen Glauben kommen. Der Hauptmann Cornelius bekehrt sich und möchte getauft werden. Und dazu wird aus dem Evangelium gelesen, aus dem dritten Kapitel, die bekannte Stelle, wo es heißt: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und der dritte Feiertag, um den geht es dann eben auch in unserer Kantate, da ist davon die Rede in der Apostelgeschichte, dass auch in Samaria Menschen, die damals von der jüdischen Gemeinde so als halbe Heiden betrachtet wurden, auch die werden Christen und empfangen den Heiligen Geist. Und als Predigttext folgt dort dann aus dem Johannesevangelium, Kapitel 10, das Gleichnis vom guten Hirten und seinen Schafen. Ihr rufet seinen Schafen mit Namen und führet sie hinaus. So beginnt die Kantate. Diese
Klingelakkorde. Lockende Rufe werden nicht von Oboen, nicht von Violinen gespielt, das wäre alles denkbar, sondern von Blockflöten. Drei Blockflöten sind es. Eine sehr, sehr seltene Besetzung in Bach-Kantaten, haben viel zu bedeuten. Die Dreieinigkeit, ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich glaube eher das Lockrufen. Sie können nachschauen auf meinem Arbeitsblatt, habe ich das aufgeschrieben bei Alfons. Und Sie sehen die Flauti Dolce. Sehr enge Lage, immer die gleiche Bewegung. Im Jazz nennt man das den Locked Hand Style. Errol Garner. Bei Bach auch sehr verlockend. Ihr rufet seinen Schafen mit Namen. Und dazu die Basslinie. Darf ich alle Bässe und tiefen Stimmen mal bitten, den auszuhalten? Ihr rufet seinen Schafen mit Namen und führet jetzt hinauf sie hinauf. Von der Bassbewegung, ja, da, 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 die, bam, bam, eine Umhüllung, die wohlklingenden Flöten, der Tenor, der singt, er mit der Quarte in die höchste Höhe hinauf und dann erkennt sie, nämlich die Namen. Namen! Das wird wie eingraviert. Jetzt führt er sie hinauf und führt sie hinaus. Hinaus. Vier Takte und dann geht die Arie Nummer 2 los. Was aber könnte man noch sagen zu dieser Perikope am dritten Pfingsttag? Ja, es ist ein Gleichnis, in dem dann noch eine Einfügung da drin ist. Gleichnis vom guten Hirten und seinen Schafen. Wir müssen uns nicht den Stall vorstellen, wie es eigentlich in der Bibel gewöhnlich heißt, sondern um einen freien, ummauerten Platz auf freiem Feld. Da werden abends die Schafe und Ziegen hineingetrieben und das Tor verschlossen und ein Wächter hält Wache da an diesem Tor und die Schafe sind da drin behütet und geborgen. Am Morgen kommt dann der Hirt oder die verschiedenen Hirten, der Wächter macht ihn auf und jeder Hirt ruft seine Schafe, die kennen seine Stimme und er kennt die Tiere. Und jeder holt seine Herde heraus und geht dann mit ihnen auf die Weide. Es gibt allerdings dann eben auch Diebe, die klettern halt über die Mauer, aber das sind Räuber, denen gehorchen die Schafe nicht, sondern nur den Hirten. Dann ist in dieses Gleichnis eingefügt ein Wort, das nun allegorisch gedeutet werden muss, nämlich die Tür. Jesus sagt, ich bin die Tür. Ich bin die Türe zu den Schafen. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ich bin gekommen, dass sie Leben und reiche Fülle haben. Diese Gedanken kommen durch die ganze Kantate dann wieder tauchen auf. Einerseits der gute Hirt, der es gut meint mit den Schafen und andererseits die Tür, also der einzige Weg zum Heil durch Christus. Die vier Takte, die wir gehört haben, eröffnen die Kantate. Wir haben keine Sinfonia und keinen Eingangschor.
Ich nehme an, es hat vielleicht auch mit dem zu tun, dass Johann Sebastian Bach seine Chöre strapaziert hatte für Pfingstsonntag und Pfingstmontag. Und er sagte, okay, jetzt könnt ihr mal frei haben. Ich mache es nur mit den Cellisten. Jedenfalls muss man schon bedenken, er musste schon ungeheuer viel Musik herstellen und aufführen mit seiner Kantonsschule. Das habe ich heute, ich war bei der Kantonsschule Trogen, Ihnen gesagt, ihr müsstet jeden Sonntag 4 Stunden, jeden Montag bei Pfingsten 4 Stunden und jeden Dienstag, wenn es Pfingsten wäre, nochmals 4 Stunden in der Kirche verbringen. Vielleicht am Nachmittag dann nochmals. Mhm. Ihre Begeisterung war nicht besonders groß. Ob dazumals die Begeisterung viel größer war? Nun, diese 4 Takte nun eröffnen und die 3 Blockflöten behalten das Zepter. Keine Violinen, nur das Basso Continuo. Und wir hören folgende Musik. Sie hören den wiegenden Klang. Die Cello-Stimme, dann die Flöten. Wieder. In sehr engen Setzarten, nahe beieinander. Wir hören den Text. Sie können gerne im Büchlein nachlesen, Karl. Vielleicht kannst du ihn uns sogar vorlesen, den Text von der Nummer 2. Komm, leite mich. Es sehnet sich mein Geist auf grüner Weide. Mein Herz ist Macht, ächzt Tag und Nacht, mein Hirte, meine Freude. Bach hat sich erlaubt, da und dort kleine Änderungen vorzunehmen. Hier haben wir eine ganz kleine Änderung. Frau von Ziegler hat nämlich geschrieben, mein Geist auf grüne Weide. Ein kleiner Unterschied. Das eine heißt, sie sehnt sich nach dem Futter auf der Weide, könnte das eine heißen. Und das auf grüner Weide würde heißen, ich will bei Jesus, mit ihm, beim guten Hirten auf der Weide sein. Wir haben ja hier in dieser Nummer 2 einen ganz anderen Klang. Wenn Sie den Anfang nochmals hören der Kantate. Liebliches Duo. Und hier jetzt. Die Exklamatio, der Sechstsprung, wird überhöht und noch höher. Dieses nach unten fallen und nach oben sich werfen in dissonanten Akkorden hat eine sehr melancholische, trauervolle, sehnsuchtvolle Stimmung. Und ich glaube, wenn Sie an die Matthäus-Passion in der gleichen Tonart denken, hier noch viel ernster und viel schwerer, aber eigentlich auch mit diesem wiegenden Rhythmus hin und her, mit den Blockflöten, die natürlich das pastorale Element durchaus darstellen. Aber wir müssen wissen, die Blockflöten sind auch für Trauer da. Die wussten, die Blockflöten haben eine Aussage. Sie wissen das jetzt auch schon, weil wir haben das immer wieder gezeigt. Und wenn die Blockflöten da sind, sagen wir, ah, das bedeutet etwas anderes, etwas sehr Spezielles. Vor allem fehlen die Violinen und die Bratschen. Vielleicht noch eine Kleinigkeit zu diesem Stück. Ich finde, was enorm ist, ist Folgendes. Ein vielleicht auch geschickter Komponist würde die Exklamatio einfach in der Tonart ansetzen, beispielsweise. Also, schön in der Tonika. Aber Bach macht Folgendes. Er stürzt sich gleichsam in die Subdominante. Vergessen Sie, was das heißt, aber hören Sie zu. Sie können nachlesen bei Bertha.
in meinem Arbeitsblatt. Das Cello mit einer Initiale. Vermunderter. Es ist auch die Melodie der Altistin. Komm, leite mich, es sehnet sich mein Geist auf grüner Weide. Jetzt die sehr engen Intervalle. Dann hier ein neapolitanischer Sechstakkord in die Tonika hinein. Alle diese Mittel sind bekannt und drücken das aus, was in diesem Wort drin ist. Das Ächzen Tag und Nacht. Ich möchte, dass du kommst. Ein Wunsch natürlich der Geliebten an den Geliebten, der Braut an den Bräutigam. Sicherlich eben auch biblisch zu verstehen. Ja, der Text ist ja zum Teil hergeleitet aus einer Stelle aus dem Hohen Lied. Da sind wir oft darauf gestoßen, dass das verwendet wird. Im Hohen Lied, Kapitel 3, heißt es, ich suchte ihn und fand ihn nicht. Also dieses Suchen und dann eben das Ausschau halten und dann schließlich schimmern die Psalmen durch. Also Psalm 23, der bekannte, der Herr ist mein Hirte. Oder auch der Gott oder der Hirte meiner Freude, ebenfalls ein Gedanke aus den Psalmen. Gott meiner Freude, Psalm 43. Für die Harmoniekenner und Spezialisten für Tonartenverhältnisse im Stück. Das Stück, das habe ich Ihnen schon einige Mal erklärt, bleibt nie in der gleichen Tonart, sondern wechselt in die Nachbartonarten. Es ist wie eine Villa. Wir haben das Hauptzentrum, die Wohnstube, und dann gibt es die Schlafzimmer und den Weinkeller, die Subdominante. Vielleicht gibt es sogar den doppelten Weinkeller, die Subdominante, wo es noch tiefer runtergeht, wo die ganz großen Perlen sind. Die Subdominante bei Bach immer eher das Betrübliche, die Dominante eher das Obsiegende. Und die Dur-Tonarten, also ich kann mühelos von E-Moll nach Dur, nach G-Dur, der lieblichen Schwester von E-Moll, das vermeidet Bach in diesem Stück tunlichst. Es sind alles Molltonarten. Und ich mag erinnern an die Kantate 81, mein Jesu, wie du schweigst, wir wissen nicht, wo bist du. Dort kommen auch keine Dur-Tonarten vor. Das ist in diesem Stück noch zu bemerken als kleine Randbemerkung. Wenn wir jetzt nun aber weitergehen, darf ich Sie wieder bitten, Ihr Textheft nachzulesen. Drittens Rezitativ. Wo finde ich dich? Ach, wo bist du verborgen? Oh, zeige dich mir bald, ich sehne mich. Brich an, erwünschter Morgen. Klingt ja auch fast wie ein Liebeslied. Was würdest du hier uns theologisch für Erklärungen geben, Karl? Ja, da sind wir eben auch wieder beim Hohen Lied, wo es heißt, meine Taube in den Felsenklüften, im Versteck an der Bergwand. Lass mich genießen deinen Anblick, lass mich hören deine Stimme, denn angenehm ist deine Stimme und anmutig dein Anblick. Man merkt, hier fehlt eigentlich eine Zeile in dieser Strophe. Ein Reim fehlt. Nach O zeige dich mir bald hat Bach die folgende Zeile einfach weggelassen. In lieblicher Gestalt hat Frau von Ziegler dort noch geschrieben. Bach fand das wahrscheinlich nicht für nötig, entbehrlich. Es geht ja nicht um die liebliche Gestalt und um seine Person. Also streichen wir sie die Zeile weg. Finde ich natürlich etwas schade, aber wir wissen auch nicht, ob irgendein Pfarrherr sagt, die liebliche Gestalt muss weg. Ich nehme an, da wurde auch immer wieder funktioniert. Wenn Sie an die Johannespassion denken, an die vielen, vielen einzelnen Editionen, ich kann mir gut vorstellen, dass dort die Instanz sagte, das passt uns theologisch nicht. Ja, ich glaube, dort ist es auch. Er hätte natürlich schon das Lied gekannt haben können von 1677. Schönster Herr Jesu, Herrscher aller Herren, Gottes und Mariensohn. Willst du es mit mir singen? Nein, lassen wir bleiben. Also in der Sonntagsschule haben wir das aus Leibeskräften gesungen. Es ist
im Kirchengesangbuch, im katholischen und im reformierten und im deutschen Gesangbuch. Aber nicht nach dieser Fassung, nach sondern schönster Herr Jesu. Es tönt schon ein bisschen mehr nach Amarone. Mhm. Nun, ich denke, es wäre schön, wieder einmal ein Rezitativ von Johann Sebastian Bach genau anzuschauen. Deshalb habe ich mir erlaubt, Ihnen auf meinem Arbeitsblatt das gesamte Rezitativ unter Cäsar abzuschreiben. Und Sie sehen schon diese erste Note im zweiten System, das Gis, und dann die 5-7 mit diesem Auflösungszeichen klingt doch schon mal ziemlich schrecklich. Und Sie hören natürlich selbstverständlich ein verminderter Septakkord. Das heißt, das Stück beginnt schon mit einem verminderten Septakkord. Wo find ich dich? Pause. Ach, wo bist du verborgen? Nochmals die Harmonien. Also alles Dissonanzen, die hin und her meandern. Das Ach, hohes Gis, eine Herausforderung für einen Tenor. Und jetzt kommt dieses G und das Verborgen geht nach unten. Wieder ein Ausruf. Oh, zeige mir dich bald. Jetzt geht er noch tiefer in die B-Tonaten. Ich sehne mich. Und jetzt die erstaunlichste harmonische Fortschreitung. Brich an, erwünschter Morgen. Und wir landen in C-Dur. Also eine ganze kleine Dramageschichte. Die Hoffnung, brich an, erwünschter Morgen, ein C-Dur erreicht. Wenn Sie nochmals hören. Auch hier nicht etwa, sondern ich sehne mich. Dann das Solo des Cello Piccolos. Zu welchem Text? Nummer 4. Es dünket mich, ich seh dich kommen. Du gehst zur rechten Türe ein. So wie es im Evangelium heißt, dass der Hirt zur Türe hereinkommt und nicht wie ein Dieb über die Mauer einsteigt. Du wirst im Glauben aufgenommen und musst der wahre Hirte sein. Ich kenne deine holde Stimme, die voller Lieb und Sanftmut ist. Dass ich im Geist darüber grimme, wer zweifelt, dass du Heiland seist. Erinnerung an Ostergeschichten hier, dass Jesus durch die geschlossene Türe hereinkommt, den Jüngern erscheint. Die einen erkennen ihn, die anderen zweifeln, ob das wirklich so sei. Hier aber sagt er, du wirst im Glauben aufgenommen und musst der wahre Hirte sein. Man sollte fast traurig werden, im Geist darob ergrimmen. Das erinnert an eine andere Geschichte aus dem Evangelium. Jesus vor dem Grab des Lazarus. Die Leute trauern und sind völlig ratlos und niedergeschmettert. Und da heißt es, Jesus ergrimmte im Geiste, dass die Menschen immer noch nicht verstanden haben, dass er der Heiland sei. Was wir aber hier haben, ist das Resultat von vielen Abänderungen, die Bach hier vorgenommen hat. Er hat erstens das Zwiegespräch nicht mehr so geführt mit dem Du und Ich, sondern das heißt immer in der einen Person. Und dann, wenn ich Ihnen einfach den Schluss lese dort von du wirst im Glauben angenommen, ich werde im Glauben angenommen, du wirst der wahre Hirte sein. Wer wollte nicht die Stimme kennen, die voller Huld und Sanftmut ist und nicht sogleich vor Sehnsucht brennen, weil du der treueste Hirte bist?
Also eine ziemlich gründliche Abänderung des Textes. Wir müssen dann zurückkommen, was Bach dazu bewegt hat, diese Änderungen vorzunehmen. Ich möchte Ihnen noch ein bisschen das Stück zeigen. Es ist ein Cello mit einer fünften Saite. Das sogenannte Cello Piccolo, das hat die normale Größe eines Cellos, vielleicht etwas schmaler, Sie werden es sehen. Martin Zeller wird es spielen, auch für die anderen Teile in der Kantate. Es hat die tiefe C-Saite, die G-Saite, die D-Saite, die A-Saite und dann noch eine zusätzliche E-Saite. Die kann er dann auch nach D stimmen, wie es gleich kommt. Und ich mag mich erinnern, als ich vor etwa 30 Jahren Streichmusik gespielt habe, haben wir den berühmten alten Jock Alder gefragt, er soll doch uns ein bisschen Streichmusikstunden geben, wie man das so macht. Also. Und dann ist er gekommen mit seinem Cello und sein Cello hat eben noch eine fünfte Seite gehabt, so ganz reingeschraubt, hat er gesagt, ja, damit ich ein bisschen wieder täckle. Das sind die Tscha, Tscha, Tscha. In der schönen Lage habe ich mir eben eine fünfte Seite reingemacht. Ich glaube, er wusste nicht, dass er ein Cello Piccolo hatte, aber egal, er hat gesagt, ich brauche etwas, also mache ich es aus. Und ich glaube, das war in dieser Zeit unbedingt noch der Fall. Man konnte ein neues Instrument erfinden und sagte, wie klingt das? Wie mache ich den Klang so? Was alle Instrumentenbauer sowieso sehr interessiert. Man kann also auch die hohen Lagen spielen. Es ist ein Motiv, das immer wieder kommt, durch das ganze Stück immer wieder. Und ich glaube, es muss die holde Stimme von Christus sein. Ich versuche mit Hilfe einer kleinen Einregistrierung Ihnen den Anfang zu singen und zu spielen, denn die heraldische Stimme des Tenors drückt aufs Schönste heraus, nämlich es dünket mich, ich sehe dich kommen. Ich sehe dich kommen, du gehst zur rechten Türe ein, wie Karl uns das erklärt hat. Also am Horizont erscheint Jesus selber. Die Arie ist nicht genuin für Pfingsten komponiert, sondern für den Fürsten Leopold. In A-Dur hat er das Stück geschrieben, einige Zeit vorher. Die Hauptstimme wird von Cello und Fagott gespielt, gleichzeitig. Das ist eine schwierige Angelegenheit. A-Dur für Fagott ist keine beliebte Tonart, das sind lauter Hilfsgriffe, interessiert ihn überhaupt nicht. Klang aber interessiert ihn. Wie klingen drei Flöten? Wie klingen Violoncello Piccolo? Wie klingt ein Cello mit einem Fagott zusammen? Und wie ist der Text dazu? Dein Name gleich der Sonnengeh. Stets wären bei den Sternen steh. Und dann kommt nur noch Leopold, Leopold, Leopold in Anhaltsgrenzen wird im Fürstenruhme glänzen. Und damit der Leopold aufgewacht ist während der Aufführung, hat er plötzlich Folgendes gemacht. Leopold, Leopold, Leopold in Anhaltsgrenzen. Er hat also den Leopold so richtig angerufen und der musste sicherlich erglänzen, als er diesen Text hört. Die Sonnen, die glänzen und Jesus, der kommt. Eine ganz interessante Parodie. Was denkst du dazu? Hat dann die Frau Ziegler das gewusst? Wahrscheinlich nicht. Aber es ist ja auch so, dass es rhythmisch gar nicht so richtig aufeinander stimmt. Man kann nicht den Text oder den Takt so übernehmen. Und darum hat er da so ein bisschen drumherum manipuliert, dass es dann wieder aufgegangen ist. Und
wahrscheinlich auch gedacht, mit diesem Text, da darf ich schon ein bisschen das so zurechtstutzen, dass es zu klappen kommt. Ich kann es Ihnen erklären, es ist nämlich ganz klar. Es ist ganz eine große Änderung. Eigentlich hat die Vorlage, die Leopold-Vorlage, nur 4 Zeilen. Nachher hat er 8 Zeilen von der Marianne, die hat natürlich nichts von der Musik gewusst. Bach hat einfach gesagt, gib mir die Musik. Er sagte, ha, das könnte vielleicht gehen, diese Stimmung. Das nehme ich, also baue ich noch eine Wiederholung ein. Irgendwo wiederhole ich den Text weniger, irgendwo lasse ich eine Silbe aus. Das ist gar kein Problem. Man muss einfach schauen, dass die Metrik im neuen Stück funktioniert. Das konnte er, aber es war ein großer Aufwand. Er musste das Stück neu schreiben, er musste es transponieren von A-Dur nach C-Dur und er musste die Textsachen anpassen. Das war keine geringe Arbeit. Vielleicht aber hat er sich doch etwas erspart, nämlich zu warten auf eine genuine neue Idee. Und die Söhne Bachs sagten immer wieder, Herr Johann Sebastian hatte im Ausarbeiten einer Idee, also im Schreiben des Aufsatzes, keine Mühe. Aber gute Ideen zu finden, das sei ihm nicht ganz einfach gefallen. Er habe sich oft an schlechten Kompositionen von anderen Kollegen inspiriert, haben sie dann geschrieben. Nun, wir gehen weiter zu Nummer 5. Sie vernahmen aber nicht, was es war, das er zu ihnen gesagt hatte. Nimmt wahrscheinlich Bezug auf den Satz, ich bin die Tür. Hätten sie nicht vernommen, sie haben es zwar gehört, aber doch nicht gehört, nicht verstanden. Ach ja, wir Menschen sind oftmals den Tauben zu vergleichen, wenn die verblendete Vernunft nicht weiß, was er gesagt hatte. O Törin, merke doch, wenn Jesus mit dir spricht, dass es zu deinem Heil geschieht. Auch da hat Bach eingegriffen in den Text von Frau Ziegler. Bei ihr heißt es, wenn die verblendete Vernunft nicht kann erreichen, dann nicht nur, was er gesagt hatte, was sein geheiligter Mund gesagt hatte. Und dann nicht, o Törin, sondern ihr Toren, merket doch, wenn Jesus mit euch spricht, dass es zu eurem Heil geschieht. Eine eigenartige Änderung, also ist jetzt die Törin angesprochen, also die Dichterin, dass sie zur Selbsterkenntnis kommen soll und merken soll? Oder ist gemeint, die Vernunft ist die Törin, so ein bisschen aufklärerisch, anti-aufklärerisch geredet? Ja, die Änderung ist im Sinn von Bachs offenbar gemeint, es muss biblischer sein, als es Frau Ziegler geschrieben hat. Und es muss konzentriert sein auf das Merken, Verstehen, was Jesus sagt, ist zu unserem Heil geschehen. Wie geht Bach mit dem Text musikalisch um? Der erste Teil ist ein Sekko-Rezitativ, also nur begleitet mit dem Continuo. Sie vernahmen aber nicht, was es war, was er zu ihnen gesagt hatte. Und jetzt wie bei der Matthäus-Passion, der Bass singt dazu die Streicher und dann sagen wir, ah ja, es gibt ja Violinen. Hier kommen sie also mit einer ganz besonderen Deutlichkeit zur Sprache. Ich finde das ein musikdramatisches Ereignis. Ach ja, wir Menschen sind oftmals den Tauben zu vergleichen. Also sicher nicht der Tauben, gell, also nicht, wo «Oh-oh» machen, sondern den Tauben, die nichts hören. Wenn die verblendete Vernunft nicht weiß, was er gesagt hatte. O Törin, merke doch. Und jetzt kommt er in ein kleines Arioso, also er hat ein Tempo. Wenn Jesus mit dir spricht, dass es zu deinem Heil geschieht. Wenn Jesus mit dir spricht, dass es zu deinem Heil geschieht.
Und dieser Schluss, den ich fast nicht mehr gespielt habe, den Lady Yamaha für mich gespielt hat, Piano nehmen wir es, es wäre wie eine very important message, ein Wim, a very important message, nämlich leise, habt ihr es gehört, das, was Karl Graf vorhin gesagt hat, wenn Jesus mit dir spricht, dass es zu deinem Heil geschieht, mache die Ohren auf. Und als hätten wir nicht schon genug der Abwechslung der vielen, vielen Instrumente, Flöten und jetzt die Violinen und vorher das Violoncello Piccolo, kommt eine brausende Arie mit zwei Trompeten und Basso Continuo. Auch das ist überhaupt nicht vorhanden. Hören Sie den Anfang. Und hier merken wir, es waren nicht die Tauben, die Vögel, sondern die Tauben, die nichts hören. Denn es heißt im Text, öffnet euch, ihr beiden Ohren. Ja, öffnet euch, ihr beiden Ohren. Jesus hat euch zugeschworen, dass er Teufel Tod erlegt. Gnade, Gnüge, volles Leben will er allen Christen geben. Wer ihm folgt, sein Kreuz nachträgt. Auch da sind wir nicht genau beim Text von Marianne von Ziegler, nämlich bei ihr heißt es, Jesus hat uns zugeschworen, dass er Sünd und Tod erlegt. Und dann, Gnade, Gnüge, volles Leben will er allen denen geben, wer mit ihm sein Kreuz trägt. Meinte Bach vielleicht, so ganz allen ist es doch nicht gegeben, sondern nur den Christen. Weiß nicht. Sie sehen, wie umgegangen wird. Wir wissen nicht genau, wer die Änderungen dann veranlasst hat. Aber ich nehme an, es wurde sehr genau auf den Text geachtet, welches Wort was bedeutet. Ich könnte mir vorstellen, das ist eine relativ untrompetistische Melodie. Ich glaube, das ist meine Vermutung, es könnte auch ein Hornstück gewesen sein. Hören Sie sich das mal an, wie das mit dem Horn klingt. Denn diese beliebten Triller, die nie ganz rein sind, weil die kann man gar nicht reinspielen, sind ja Naturtöne, könnte eine Hornarie gewesen sein, die er jetzt einfach mal für zwei Trompeten setzt und wo er sagt, gut, ich mache dann noch den zweiten Teil neu. Ich habe immer den Eindruck, der zweite Teil sei wie aus einer anderen Welt. Aber dennoch hochinteressant. Karl hat einige Sachen gesagt zur Theologie. Ich möchte Ihnen die theologischen Mittel der Bachzeit zeigen. Und wenn Sie so freundlich wären, bei Buchstabe Friedrich zu schauen. Das ist zweitunterste Zeile auf meinem Arbeitsblatt. Und zwar rücken Sie etwas nach rechts. Da sehen Sie die Basslinie im zweiten System. Einerseits die Abwärtsbewegung, andererseits diese ja da di da di da di da da. Wenn Sie an das berühmte Choralvorspiel aus dem Orgelbüchlein denken, nun kommt der Heiden Heiland, eine Passionsmusik. Er wird ans Kreuz kommen am Ende seiner irdischen Reise, haben wir hier diese kleinen Dornenkronen. Jetzt, wenn Sie die Bassstimme anschauen. Wer ihm folgt sein Kreuz. Der Halbton, also. Wer ihm folgt sein Kreuz nach Es ist stimmt, was ich mache. Einerseits geht die Linie Jam, bim, pam, pam, bim, pam, bim, pam, pa, ja, da, 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 im Lamento-Bass hinunter und das ans Kreuz hinaufkommen. Querstand, sagt man dem. Und jetzt hier noch
Neapolitaner Kreuz nachträgt. Hören Sie das im Zusammenhang, zweiter Teil dieser triumphalen Arie. Gnade, Gnüge, volles Leben will er allen Christen geben. Jetzt hören Sie, wo ich geschrieben habe. Wer ihm folgt, sein Kreuz nachträgt. Wer ihm folgt, sein Kreuz nachträgt. Wenn Sie noch zu Gustav gehen, die letzten drei Takte, hören Sie folgende Musik. Was hat jetzt das mit dem zu tun? Der du trägst die Sünd der Welt aus dem Orgelbüchlein, wiederum die Stelle aus dem Christe, du Lamm Gottes. Unten habe ich trägst die Sünd der Welt. Und oben dir, du trägst die Sünd der Welt. Und in der oberen Mittelstimme haben sie folgendes. Dir, du trägst. Ist das nicht erstaunlich? Sünde als Querstand, sogar gleichzeitiges Erklingen der Note und Kreuz werden mit dem gleichen musikalischen Mittel gezeichnet. Dir eben natürlich die Sünde trägt am Kreuz. Ich glaube, wir merken, es ist auch hier eine ungeheure Genauigkeit in der Art und Weise, wie Bach schreibt. Karl wollte das zeigen anhand der Veränderungen des Zieglerschen Textes. Ich wollte Ihnen das zeigen anhand kleiner Details. Die ganzen Partituren sind voll solcher Sachen. Und wir wollen nun zum Schluss den Choral noch dran nehmen und deine Bemerkungen zur Präzision. Du hattest noch einen Abschnitt vorbereitet. Ja, ganz kurz noch. Wir haben von Martin Petzold, dem Bach-Kommentator, Thesen bekommen zu dem Kantatenwerk aus theologischer Perspektive. Und da äußert er sich zu diesen Änderungen. Wichtig ist Folgendes. Er schreibt, entscheidend für Bachs musikalische Erfindung ist in erster Linie die bibeltheologische Verpflichtung der Texte. In zweiter Linie erst ihre poetische Qualität. Also erstens, es muss reich biblisch sein, ob es dann dichterisch auch ganz schön ist, ist zweitrangig. Und dann zu den Veränderungen, den Texten, sagt er, sie stellen vor allem theologische Korrekturen dar. Wir haben das jetzt so gesehen, also wenn es nicht drauf ankommt, auf das Angesicht, dann lassen wir das weg. Die Erinnerung an, dass man also so zornig wird, wenn man nicht, den Heiland nicht anerkennt. Wenn es schon die Ostergeschichte ist, wer weiß, vielleicht ist an den sogenannten ungläubigen Thomas gedacht, der eben nur ein Rationalist ist und nur glaubt, was er sieht. Denn Frau von Ziegler, sie hat ja ein schweres Los, wir sind ihr schon verschiedentlich begegnet. Sie ist kaum 30 Jahre alt gewesen, ist sie schon zum dritten Mal Witwe geworden, hat auch ihre Kinder verloren. Und sie war Schülerin von Gottsched, dem Philosophen und Sprachpapst von der, vom Rationalismus, der Aufklärung geprägt. Und da musste Bach schon ein bisschen aufpassen, dass er nicht solche rationalistische Dinge hineinkommt. Auch ob er da jetzt bei Nummer 5 die Törin, die Vernunft als Törin bezeichnet oder als anders gemeint ist, wer weiß. Und die Linie wirklich, das scheint mir zu beherzigen, es geht ihm um den möglichst klaren biblischen Text zu vertonen und zur Geltung zu bringen. Mit dem Choral am Schluss wird das dann besonders schön. Nun, werter Geist, ich folge dir. Hilf, dass ich suche für und für nach deinem Wort ein ander Leben, das du mir willst als Gnaden geben. Dein Wort ist ja der Morgenstern, der herrlich leuchtet nah und fern. Drum will ich, die mich anders lehren, in Ewigkeit, mein Gott, nicht hören.
Halleluja, Halleluja. Der Morgenstern, eine sehr schöne Stelle aus dem 2. Petrusbrief, wo es heißt, eben vom Worte Gottes, ihr tut gut daran, darauf zu achten, wie auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Und in unseren Ohren geht er auch auf. Er nimmt einen Choral, den er schon für BWV 59 verwendet hat. Diese Choralharmonisation lässt er bleiben, aber er setzt noch ein Licht auf. Er erinnert sich der dreier Blockflöten, die er hatte, und lässt sie dann in der hohen Lage gleichsam diesem Morgensternlicht erglänzen. Hören Sie den Anfang ohne und nachher den Anfang mit Blockflöten zum Schluss von unserer Einführung. Und jetzt mit den Blockflöten. Und wir erinnern uns an das Orgeleingangsspiel. Das Jubeln. Wir danken Ihnen herzlich.